Ho, 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 meine Damen und Herren. Frohe Weihnachten, nachträglich. Man hört es, ich bin ein bisschen krank. Aber ich hatte irgendwie Bock, eine Reaction für euch zu machen. Und deswegen entschuldigt das Rumgeschniefe, das Rumgehuste. Ich werde es so gut es geht rausschneiden. Ich hatte Bock auf Linkin Park und Breaking the Habit. Aber nicht irgendeine Version von Breaking the Habit, sondern eine AI-Version. Also eine computergenerierte. Und mich würde mal wirklich interessieren, was ihr davon haltet. Wir werden uns das jetzt reinziehen. Und ich glaube, dass das geil wird. Deswegen auch interessant für Leute, die Breaking the Habit kennen, das cool finden. Und vielleicht mal so ein bisschen einen anderen Blickwinkel, ein bisschen anders. Andere Version hören wollen, was ja eigentlich nie schlecht ist. Deswegen, let's go. Oh, ich liebe das. Das ist so schön düster und so minimalistisch und es kriegt gleich einen ganz anderen Touch. Jetzt ist natürlich die Frage, ne, findet man das geil? Denn das ist ja nicht Chester, der hier singt. Ne, das ist seine Stimme. So krass fortgeschritten AI ist, vermittelt es einem trotzdem das Gefühl, dass das Chester ist. Und die Entwicklung von AI ist einfach krass. You hold a silver, I'm safe here in my room. Unless I try to start again. You need them when battles only choose. Cause inside I realize that I'm the one confused. Oh, das ist wirklich eine krasse Zeile. Er ist der, der die Kämpfe immer sucht, aber eigentlich ist er der, der verwirrt ist. Ich kenne das. Es trifft mein Leben eigentlich wirklich. Das trifft die Katze an den Sack. I don't know what's worth fighting for. Why have to scream? Don't know why I instigate and say what I don't mean. I don't know how I got this way. I know it's not alright, so I'm breaking a habit. Oh, das ist wirklich gut. Ne, man bricht mit seinen alltäglichen Dingen, ne, man bricht mit seinen Mustern, mit seinen Gewohnheiten. Es geht unter die Haut, auch bei dieser Version. Obwohl es eigentlich nicht Chester ist, ne? Ich kriege Gänsehaut, ah, das ist krass. Oh, eine geile Version, mir gefällt das, ne? Dieses Tempo, das runtergedrosselt wurde und ist trotzdem so düster und kraftvoll. Boah, das ist geil.
liebe diese Schreie von Chester, ne? Es ist ja eine AI, die ist ja trainiert, ne? Wenn du eine AI quasi benutzt, ne, du kannst sie ja trainieren, so wird sie immer besser. Und hier ist eine benutzt worden, die wirklich krass ist. Ne? Diese Screams, also die Schreie von Chester, das ist schon sehr nahe am Original. Ultra krass. Ne, manche finden ja, dass Breaking the Habit von Meteora, ne, dem zweiten Album von Linkin Park, dass der beste Song drauf ist. Obwohl ich sagen muss, ne, Numb finde ich ein bisschen geiler, ne, aber die Version, die ist schon krass, ne. Wie findet ihr das? Schreibt es mir in die Kommentare. Sagt mir, ist Breaking the Habit, ne, das Original viel, viel, viel besser oder ist es auch mal cool, eine andere Version zu hören? Gänsehaut, ne, ich fand's richtig cool. Danke fürs Zugucken, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal.